diesen 45% der Ärzten, die ausgebrannt sind, was würdest du ihnen sagen? Besonders in einem Beruf wie diesem, wo es eine Frage von Leben und Tod für jemanden anderen ist. 7 Tage die Woche, 20 Stunden am Tag, 365 Tage, das ist unser Zeitplan. Du wirst mich nicht ausgebrannt sehen. Vielleicht sterbe ich eines Tages an Erschöpfung, aber bestimmt nicht an Burnout. Eine große Studie hat ergeben, dass 45% der Ärzte in Amerika die Kriterien für Burnout erfüllen. Und die Krankenschwestern sitzen im selben Boot. Und du bist hier an einer medizinischen Hochschule. Und wir suchen nach Antworten und wir suchen nach Hoffnung. Und deshalb, diesen 45% der Ärzten, die ausgebrannt sind, und die Krankenschwestern und Assistenzärzte und Pflegekräfte, alle von uns im Gesundheitswesen, was würdest du ihnen sagen? Wenn wir Gesundheit herstellen müssen, entweder für uns selbst oder für andere, ist es eine grundlegende Sache, dass du ein tiefes Gefühl der Ganzheit in dich bringst. Die verschiedenen Dimensionen des Lebens, das wir sind, alle davon sind im Einklang und funktionieren gut. Es ist traurig zu hören, dass Ärzte in einem Zustand von Burnout sind. Wie können sie Gesundheit schaffen? Sie können mehr Medikamente verkaufen, aber sie können keine Gesundheit schaffen, wenn sie in einem Zustand von Burnout sind. Jetzt sehen wir, während die moderne Medizin fortschreitet, ein Wunder nach dem anderen hervorbringt, Forschung, alle möglichen Dinge. Aber Menschen werden nicht gesund. Mehr Menschen werden krank als je zuvor. Ein Land wie die Vereinigten Staaten, das das wohlhabendste Land der Welt ist, was im Grunde bedeutet, dass man eine Auswahl an Nahrungsmitteln hat. Jeder Mensch hat eine Wahl bei der Ernährung. Die meisten Krankheiten, die man in anderen Teilen der Welt sieht, sind in irgendeiner Weise ernährungsbedingt, weil für viele Menschen auf diesem Planeten die benötigte Nahrung nicht zur richtigen Zeit zur Verfügung steht. Aber in einem Land, in dem es eine Auswahl an Nahrungsmitteln gibt, ich würde sagen eine exzessive Auswahl an Nahrungsmitteln, eine Nation gibt $3 Billionen für das Gesundheitswesen aus. Das ist mehr als die Staatshaushalte der größten Nationen der Welt. Indiens Wirtschaft liegt bei $3 Billionen. Ihr gebt so viel für das Gesundheitswesen, für eine 250.000 Menschen aus. Das zeigt, dass wir irgendwo die Gesundheit verfehlt haben. Vielleicht haben wir eine Industrie am Laufen, aber wir haben die Gesundheit verfehlt. Nun, wir können es auf so viele Arten erklären. Aber Ärzte, die unter Burnout sind, ich sehe das in jedem Beruf. Jeder denkt, sein Beruf ist der schwierigste. Wenn jeder einzelne Mensch etwas erschafft, das ihm wirklich am Herzen liegt, würde es niemals irgendeine Art von Burnout geben. Ich selbst und eine ganze Reihe von Menschen um mich. Wir sind 7 Tage die Woche, 20 Stunden am Tag, 365 Tage. Das ist unser Plan. Du wirst mich nie ausgebrannt sehen. Vielleicht werde ich manchmal körperlich erschöpft. Vielleicht sterbe ich eines Tages an Erschöpfung. Aber bestimmt nicht an Burnout oder Langeweile. Diese beiden Dinge werden mir nie passieren. Warum ich das sage, ist, der Hauptgrund dafür, warum dies geschieht, ist, insbesondere für die Ärzte, weil es gibt verschiedene Arten von Berufen. Aber besonders, wenn Menschen zu einem Arzt gehen, in gewisser Weise legen sie ihr Leben in seine Hände. Wenn also jemand bereit ist, sein Leben in deine Hände zu legen, musst du das als eine heilige Pflicht behandeln. Es ist nicht nur ein Job. Es ist nicht nur ein Geschäft.
Wenn jemand bereit ist, sein Leben in deine Hände zu legen, ich sage dir, sogar Menschen, die mit mir leben, deine eigene Frau und Kinder oder Mann, sind nicht bereit, ihr Leben vollständig in deine Hände zu legen. Aber jemand, ein unbekannter Mensch, kommt und legt sein Leben in deine Hände. Ich denke, es ist ein größtes Privileg, dass jemand dir auf dieser Ebene vertraut, dass er bereit ist, dir mit seinem Leben zu vertrauen. Du könntest richtige Dinge oder falsche Dinge tun, wissentlich oder unwissentlich, denn niemand hat den menschlichen Körper absolut verstanden, in Ordnung? Wir kennen ihn zu einem gewissen Grad. Du kannst also eine ganze Reihe von falschen Dingen tun, aber sie haben ihr Leben in deine Hände gelegt. Ich denke, traditionell wurde das in Indien so gesagt. In jeder Gesellschaft, wenn Bildung, Medizin und spirituelle Prozesse, wenn sie kommerzialisiert werden, wird diese Gesellschaft den Bach runtergehen. Ich denke, wir machen das mit der gesamten modernen Welt. Alle drei werden kommerzialisiert. Es gibt nichts auszusetzen an Kommerz. Kommerz ist eine Transaktion von Geben und Nehmen. Du gibst mir dies, ich werde dir das geben. Aber es gibt einige Dinge, die nicht als bloßes Geben und Nehmen behandelt werden können. Wenn du diesen Aspekt der Transaktion in den spirituellen Prozess bringst, in die Bildung und in die Medizin, dann wird es hässlich. Und diese Hässlichkeit wird dich definitiv ausbrennen auf die eine oder andere Weise. Vor allem, was die Menschen als Burnout erfahren ist, zuallererst tun sie etwas, das ihnen nicht wichtig ist. Wenn sie wirklich etwas tun würden, das ihnen wahrhaftig am Herzen liegt, gäbe es kein Burnout. Je mehr Gelegenheit du bekommst, das zu tun, desto besser wäre es, nicht wahr? Bei allem geht es um ein bestimmtes Ziel. Die Freude an dem, was man tut, ist im Leben nicht vorhanden. Es gilt nicht nur für irgendeinen Beruf, es gilt für alle Berufe. Aber besonders in einem Beruf wie diesem, wo es eine Frage von Leben und Tod für jemand anderen ist. Wenn es eine Frage von Leben und Tod ist für den Menschen, der vor dir sitzt, kann es für dich keine Transaktion sein. Nun, alles hat einen wirtschaftlichen Zweck. Denn um etwas dauerhaft zu machen, muss es dabei einen wirtschaftlichen Zweck geben. Wir sind nicht gegen den wirtschaftlichen Zweck dabei, aber in dir selbst. Wenn du es nicht als eine große Darbringung tust für den Menschen, der vor dir sitzt, natürlich werden sie ihr Entgelt bezahlen. Aber in dir selbst, wenn du nicht so bist, wirst du definitiv bei dieser Art von Arbeit ausbrennen. Andernfalls, wenn du jeden Tag einen Menschen geholfen hast, wenn du in irgendeiner Weise das Leben von jemandem, ihr Leben besser gemacht hast, am Ende des Tages solltest du in einem freudigen Zustand aufgeblasen sein. Oder solltest du am Ende des Tages in einem Zustand des Burnouts sein? Es sollte nicht Burnout sein, wenn du wirklich erfahren hast, dass du viele Leben um dich herum verbessert hast. Es geht hier nicht um eine Dienstleistung, es geht nicht um eine Idee, ich habe diesen gedient, ich habe das getan, nein. Da ist eine Freude in einem Menschen, wenn er fähig ist, ein anderes Leben zu berühren. Warum du einige Menschen, die dir am Herzen liegen, als deine Familie betrachtest, liegt daran, dass du glaubst, dass du ihr Leben in irgendeiner Weise berühren kannst. Du kannst den Unterschied machen. Das ist, was für einen Menschen am wichtigsten ist. In jeder Aktivität, die wir ausführen, was auch immer die Natur der Aktivität ist, wie tiefgreifend wir jemand anderen berühren können, das ist, was den großen Unterschied macht. Wenn du einen Film machst, du willst keinen Film machen, den niemanden sehen will, oder? Du willst, dass Menschen diesen Film sehen und anfangen zu weinen, ist es nicht so? Du willst kein Haus bauen, in dem niemand leben will. Du willst nicht etwas kochen, das niemand essen will. Diese Dinge kannst du nur tun, weil du in irgendeiner Weise fähig bist, ein anderes Leben durch deine eigene Aktivität zu berühren. Das ist das allergrundlegendste Bedürfnis der Menschen. Und als ein Arzt hast du eine phänomenale Möglichkeit, viele Leben zu berühren, wie es nur sehr wenige andere Berufe tun können. Und das sollte nicht zu Burnout führen. Aber das geschieht so, weil wir versuchen, es wie eine Transaktion zu behandeln. Und die allergrundlegendste Sache, die wir in diesem Prozess nicht verstanden haben, ist, dass menschliche Erfahrung von innen heraus hervorgerufen wird, nicht von außen. Deine Freude und Leiden, dein Schmerz und Vergnügen, deine Qual und Ekstase, sogar Licht und Dunkelheit geschehen gerade jetzt nur in dir. Niemals geschieht es um dich herum. Was in dir geschieht,
Wenn du versuchst, es zu reparieren, indem du reparierst, was um dich herum ist, wirst du in kürzester Zeit durchdrehen. Ich bin überrascht, warum nur 54%. Denn wenn du nicht verstehst, dass menschliche Erfahrung von innen hervorgerufen wird, insbesondere medizinische Spezialisten, die in gewisser Weise in die Natur der menschlichen Physiologie eingetaucht sind, und ich glaube zu einem gewissen Grad in ihren Verstand, wir müssen wissen, dass jeder Aspekt der menschlichen Erfahrung von innen kommt. Und heute hat insbesondere die moderne Medizin, nicht wie die traditionelle Medizin, rein chemische Korrekturen für alles. Du verstehst also, dass beides, Gesundheit und Krankheit, aufgrund von Chemie passiert. Freude und Leid ist eine bestimmte Chemie. Verschiedene Arten von Chemie. Ekstase und Qual sind verschiedene Arten von Chemie. Oder in anderen Worten, wir sind eine chemische Suppe. Die Frage ist nur, bist du eine großartige Suppe oder eine lausige Suppe? Wenn ich euch jetzt allen Suppenzutaten gebe, glaubst du, dass alle von euch mit derselben Suppe kommen werden? Ihr werdet mit 100 verschiedenen Varianten von Suppen kommen. Es gibt also etwas, das als die Kunst der Suppenzubereitung bezeichnet wird. Ich kann dir einen Weg lehren, wie du deine Chemie in eine glückselige Chemie verwandeln kannst. Das bedeutet, du bist glückselig durch deine eigene Natur, nicht wegen etwas, das um dich herum geschehen ist. Es ist genau das, was ich sage.